Neymar darf gehen, Transfer-News aus der ganzen Welt. Und Freunde, wachsam bleiben. Jetzt frage ich euch, hier diesen Kanal zu abonnieren. Das ist Themen des Tages. Mein Name ist Nico. Los geht's. Nachdem Neymar den Trainingsauftrag bei PSG geschwänzt hatte, trat gestern Sportdirektor Leonardo vor die Presse und bestätigte das, was wir eh schon alle wussten. Neymar kann PSG verlassen, wenn es ein Angebot gibt, das alle Beteiligten zufriedenstellt. Aber heute wissen wir nicht, ob und zu welchem Preis ihn jemand kaufen will. All dies geschieht nicht an einem Tag, das ist sicher. PSG möchte sich auf Spieler verlassen können, die gerne bleiben und etwas Großes aufbauen wollen. Wir brauchen keine Spieler, die nur bleiben, um dem Club einen Gefallen zu tun. Und das bedeutet natürlich, dass der Neymar-Poker damit ganz offiziell eröffnet wird. Und Freunde, das wird so sau nervig die nächsten Wochen. Ich schwör's euch, es wird so nervig. Und ja, ich entschuldige mich schon mal vorneweg. Wir können eigentlich mal abstimmen. Sollen wir einfach Neymar-News ausblenden, bis der Transfer gemacht ist? Einmal hier irgendwo abstimmen. Wir machen es trotzdem nicht, Jungs. Nach dem Kicker berichtet es gestern auch das französische Pendant L'Equipe. Der FC Bayern München hat Interesse an Benjamin Henrichs vom AS Monaco. Der Rechtsverteidiger war ja nicht unbedingt unumstritten bei Monaco in der abgelaufenen Saison. Bayern braucht noch Flügelspieler und Bayern soll bereit sein, 25 Millionen Euro zu bezahlen für den Mann, der jetzt auch noch einen weiteren Außenverteidiger vor die Nase gesetzt bekommen hat. Er ist 22 Jahre alt, er muss unbedingt spielen, bei Bayern hat er die Möglichkeit, aber Monaco will 35 Millionen Euro. Also da ist noch ein bisschen Differenz zwischen den beiden Summen. Klar ist, wenn Henrichs wirklich kommt, dann würde das wohl heißen, dass Joshua Kimmich vermehrt im Zentrum, im Mittelfeld eingesetzt wird. Da, wo ich ihn eigentlich eher am liebsten sehe, aber, und er sich selbst am liebsten sieht, aber eben der FC Bayern nicht so gerne, denn die halten ihn für den besten Außenverteidiger der Welt. Wie auch immer, Benjamin Henrichs ist im Fokus des FC Bayern und gestern war dann auch die FC Bayern Saisonauftakt-Pressekonferenz mit Karl-Heinz Rummenigge und ich will euch nicht vorenthalten, was er über Leroy Sané zu sagen hatte. Er kam diese Woche aus dem Urlaub zurück und wollte in der Zeit keine Gespräche führen. Klar ist, dass wir einen Spieler für die Außenbahn suchen. Wir sind bereit. Allerdings müssen wir in aller Ruhe abwarten, ob sich etwas in diese Richtung bewegt. Ganz ruhig, Kalle. Nur die Ruhe. Das kann ja auch ein nächstes Transferfenster werden. Oder nächstes Jahr oder gar nicht. Ist am Ende auch nicht so wichtig. Komm. So, Freunde, jetzt machen wir ein paar schnelle Transfer-News aus der ganzen Welt. Wir fangen an in Monaco / Leicester City. Juri Thielmanns geht vom AS Monaco jetzt fest zu Leicester. 45 Millionen Euro Ablöse ungefähr und damit Rekordtransfer für die Foxes. Auch in der Bundesliga gibt es Vollzug zu vermelden. Der FC Augsburg holt Marek Suchi vom FC Basel ablösefrei einen Innenverteidiger. Und das bedeutet, der Weg für Martin Hinteregger zu Eintracht Frankfurt ist mehr oder weniger frei. Fortuna Düsseldorf steht vor einem Transfer von Erik Tommy. Wie der VfB Stuttgart gestern bereits verkündete, ist er zu Verhandlungen in einer anderen Stadt mit einem anderen Verein. Und wie die Bild-Zeitung berichtet, steht heute der Medizincheck in Düsseldorf an. Und auch Marko Arnautović hat seinen Transfer nach China bekommen für er verdient 220.000 Euro in der Woche bei Shanghai SIP. Und auch Schalke 04 wird nochmal aktiv in den eigenen Reihen, denn man versucht jetzt alles, um den Vertrag mit Torwart Nübel zu verlängern. Bis 2023 will man wohl verlängern, dazu eine fette Gehaltserhöhung und eine festgeschriebene Ausstiegsklausel im Sommer 2021. Das Ding ist allerdings, Nübel ist derzeit am Überlegen, wo es überhaupt hingehen soll und es könnte durchaus sein, oder Moment, das klang jetzt falsch, jedenfalls ist ein Wechsel in diesem Sommer noch nicht ganz vom Tisch, so kann man es glaube ich sagen. Das war's für heute, Freunde. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und hier sind zwei Videos. Auf Wiedersehen.